Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und zwar heute mit einer S-Plus-Jagd auf Aurelion Soul. Ich habe euch ja diesen Champion mal in dem ein oder anderen Video empfohlen, dass er jetzt gerade wieder super stark ist. Ich habe zwar Aurelion seit 1910 nicht mehr gespielt, aber ich weiß ungefähr, wie der Hase so läuft und ich möchte euch das ein oder andere vielleicht potenziell mitgeben. Außerdem wollen wir natürlich ein S ergaunern können. Ja, wir schauen auf jeden Fall einfach mal nach. Außerdem muss ich sagen, also es hat mich übel, ich habe ja gestern mein Ameisen-Video rausgebracht und ich muss sagen, holy freaking shit, das ist ja wirklich insane bei euch angekommen. Hätte ich niemals gedacht, dass wirklich ihr das mehr oder weniger so feiert. Also ich denke, also ich persönlich bin absolut im Thema drin. Ich hätte so viele Informationen, die ich auch gerne mit euch teilen würde. Vielleicht der ein oder andere hat auch geschrieben, dass er vielleicht sogar Interesse hat, selber mal sowas zu machen. Das heißt, ich könnte mir wirklich vorstellen, vielleicht das ein oder andere Video dazu zu machen, wie man ja denn anfängt mit dem Ganzen, auch wo man so eine Königin herkriegt, vielleicht auch selber fängt etc. Ich würde das dann immer auf den Sonntag oder halt ab und zu auf den Sonntag legen. Ja, das heißt, es wird natürlich weiter League-Content ganz normal geben. Aber zwischendurch dann vielleicht mal am Sonntag, so Bonus-Content-Tag. Da ist ja sonst, kommt ja auch sonst nichts anderes außer so. Vielleicht habe ich diese Woche mir überlegt, dass ich nochmal Donnerstag zusätzlich eins raushaue, so als kleinen Startschuss. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht direkt übertreiben, aber ich muss sagen, das ist ein Thema, was ihr merkt, dass alleine schon, wie ich darüber rede, dass ja, mich sehr interessiert und ich da sehr viel Spaß dran habe, muss ich sagen. Selbst wenn man vielleicht selber, das haben auch einige von euch geschrieben, da gar nichts mit anfangen kann, ist es doch sehr, sehr ja, interessant, vielleicht zuzuschauen. Ihr könnt ja gerne mal oben abvoten, ob ihr Donnerstag lieber ein LOL-Video haben wollt oder nicht. Ne? LOL wird es, wie gesagt, so oder so weitergeben. Jetzt beschäftigen wir uns allerdings hier auch nur mit LOL und zwar mit Aurelion. Was man macht mit Aurelion ist ganz einfach. Oh, ich dachte, da kommt schon Gank. Ihr pusht die ersten Waves einfach komplett super hart rein. Ihr könnt die Kanone dematerialisieren. Den Minion habe ich jetzt leider nicht bekommen. Ihr pusht die Minions Waves super hart rein. Also das ist, was ihr zum Beispiel machen könnt. Am besten wäre natürlich, wenn ihr alle kriegt, aber wir haben ganz gut Minions bekommen. Dann habt ihr 350 Gold, wenn ihr die dritte Wave eingesammelt habt. Also das müsst ihr nicht machen. Das ist aber ein sehr, sehr guter Bag. Ihr geht nämlich jetzt shoppen. Kauft euch ein Daxil. Und jetzt könnt ihr die E skillen und fliegt schneller zurück auf die Lane. Ja, bedeutet, ihr müsst die E nicht benutzen. Ihr kriegt jetzt permanent Movement Speed dazu. Seht ihr das? Das ist die E-Fertigkeit. Ja, man muss es nicht benutzen. Denn, wenn man es nicht benutzt, dann kann man es zum Roam nutzen. Das ist sehr, sehr geil. Es reicht, wenn wir auf die Lane fliegen. Wir sehen, wir haben zwei Minions verloren. Im allerbesten Fall verliert ihr nicht mal einen Minion. Oder, also zumindest auch keine XP, ne? Diesmal haben wir jetzt leider ein bisschen verloren, das passiert. Aber dafür sind wir jetzt krass im Vorteil gegen Orianna, weil wir jetzt einfach zwei Starter-Items haben, mehr oder weniger, ne? Das kann man definitiv nutzen. Man hätte natürlich auch mit dem Gegner so ein bisschen traden können, etc. Ich spiele Aurelion sehr, sehr gerne mit Exhaust. Denn dadurch könnt ihr im Early Game, ab und zu gibt es Leute, die traden mit euch. Und wenn ihr die einmal exhaustet, dann kommen die nicht mehr weg und sterben. Und müssen flashen, etc. Jetzt zum Beispiel können wir Botlane roamen. Potenziell. Also, ja, es ist sehr deep. Ich weiß nicht, das ist so. Ich meine, wir könnten mal vorbeifliegen, weil in der Mitte ist gerade eh nichts. Aber da lassen wir die einfach nochmal. Das ist doch etwas, ja, etwas RIP. Ja, wir maxen auch die W durch. Ich habe Phase Rush etc. mit. Wir können auch hier die Minions immer dematerialisieren. Einmal die Kanone. Einmal die Caster und dann die Nahkämpfer. Kann natürlich auch mit der Frau so ein bisschen traden. Das soll uns jetzt hier nicht abhalten allerdings. Ja. Ich habe gedacht, er wird direkt dran springen, deswegen habe ich ihn sofort exhausted. Aber ja, Lee Sin Players sind Lee Sin Players, ne? So, der hat auf jeden Fall noch Lust. Wir dematerialisieren mal wieder einen. Landing Phase ist immer so ein bisschen, kommt echt immer auf euren Dude an. Oh, Lee Sin Spieler sind einfach RIP, Leute. Ich weiß nicht. Lee Sin ist einfach. Wenn ihr Lee Sin in eurem Team habt, geht raus. Dieser Champ ist aktuell so horrible schlecht. Der hat 47% Winrate oder sowas. Das geht wirklich gar nicht klar. Lee Sin ist einfach RIP. Ja, Items technisch. Ich weiß nicht, wie aktuell die Aurelion spielen, muss ich wirklich zugeben. Ich bin da vielleicht so ein bisschen zurückgeblieben. Bedeutet, ich gehe auf Rod of Ages. Damals hat man auch gerne noch diesen. Den Einfrierer gebaut, weil da der Katalysator drin ist und man HP bekommen hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, ich werde jetzt Rod of Ages bauen. Hier müsst ihr natürlich gucken. Ich werde jetzt erstmal so das ungefähr machen, damit wir ein bisschen tankiger in der Lane sind. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze machen. Ihr könnt natürlich auch euren Lane-Gegner fighten. Ne? Also das geht schon. Das kommt halt echt immer absolut auf den Gegner an.
Also Aurelion ist in der Lane wirklich gar nicht so schwach. Auch wenn ihr, also es ist halt, ihr müsst das so ein bisschen drauf haben mit den Sternen. Das ist wirklich, wirklich manchmal sehr schwierig. Vor allem, wenn ihr gegen Champions spielt wie Fizz. Gegen solche solltet ihr wirklich nicht fighten, wenn es geht. Ja, ihr seht aber, wie schön das hier von der Hand geht. Zack. Ja, Kanone leider nicht, aber ich könnte halt permanent überall roamen, aber es bietet sich gerade nicht an. Vielleicht Top Lane, der ist noch nicht Level 6. Na, das könnte eine Möglichkeit geben. Könnte natürlich sein, dass einer von uns dabei stirbt. Aber let's go. No risk, no fun. Q immer kurz vor Ende benutzen. Na? Dann trifft ihr das nämlich auch besser. Ich tank das mal so gut, wie es geht hier. Okay, ich habe die Ult verfehlt. RIP. Aber er lebt. Wir leben beide. Es war auch absolut. Eigentlich hätten wir bei so einer Aktion wahrscheinlich beide sterben können. Also es war wirklich greedy. Aber manchmal muss man einfach für den Greed gehen, ne? Sie hat halt nicht mal Mana für Ultimate. Das hat mich dann doch ein bisschen. Also sie hatte wenig Mana, das hat sie gepinkt, aber. Na gut, ist okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich war schon bereit zu flashen, weil sie hat Ult. Wir machen mal hier wieder einen weg. Nehmen die Minions mit. Zack. Ich meine, das ist ja auch Aurelions Stärke, dass du wirklich permanent roamen kannst. Du drückst den Gegner rein und gehst wieder weg. Wir gehen jetzt auch direkt wieder shoppen. Also ihr könnt mit Aurelion richtig, richtig oft shoppen gehen, weil ihr super viel Movement Speed habt. Ich würde sagen, wir übertreiben auch mal mit dem Movement Speed jetzt, ne? Also ich weiß nicht, ob man das noch macht. Wie gesagt, damals, wo ich viel Aurelion gespielt habe, richtig viel, da hat man sehr, sehr oft diese Schuhe gebaut. Die waren aber eine Zeit lang auch komplett broken. Ich weiß nicht, ob man es immer noch macht. Aber da müsst ihr euch dann selber beschäftigen, was Item-Builds angeht. Ich habe auch Nullifying Orb mit. Nullifying Orb, dadurch seid ihr in der Lane nicht ganz so schwach, falls ihr mal ein richtig hartes Matchup habt oder sowas. Zack. So, ich glaube, ich brauche noch einen Caster, wenn es mich nicht täuscht. Einen Caster. So, nehmen wir die mit. Nehmen wir die mit. Nehmen wir die mit. Ich weiß halt nicht, die meisten Aurelion Souls, was sie so an Stats haben. Ne, bei einer S-Plus-Jagd ist ja, beziehungsweise ein S zu kriegen, ist ja immer ganz wichtig, dass man. Na, ihr seht, das geht schon ganz gut von der Hand. Ihr dürft natürlich nicht übertreiben, dass ihr zu viele Tower-Shots mitnimmt. Das ist immer so eine Schwäche von mir. Ja, ist halt wichtig, dass man viele Kills hat, beziehungsweise Assist. Wenig Tode und viel CS. Na, das sind immer die allerwichtigsten Sachen. So, jetzt können wir direkt wieder runter roamen. Wir können aber eben hier Paprika mitnehmen. Am besten nicht den Drachen pullen, obwohl ich ja selber noch habe. Let's go, Boys. Los. Go, 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 go. Und hat er noch seine E? Das wissen wir nicht. Wir nehmen einfach den. Ah, oh, okay, Gott. Der springt in einem Moment, RIP. Aber hier geht vielleicht noch was. Vielleicht können wir hier noch was machen. Ich hab Ult, aber boah, der ist aber auch richtig räudig, der Mann. Aber vielleicht geht da trotzdem noch was. Hoppa! Nice grande. Na? Zwar ist alles eine Geburt, das ist alles. Das wird mir doch ein bisschen heiß, ehrlich gesagt. Ich bin da raus, ehrlich gesagt. I'm out of business. So. Kaufen wir uns ein. Das hier. Wenn ihr auch extrem aggressive Ganks haben wollt, könnt ihr natürlich das Ding first kaufen. Dann seid ihr natürlich nur ein bisschen weich, ne? In der einen oder anderen Situation. Ist also durchaus gefährlich. Ja, ich meine, Aurelion ist in der Hinsicht halt eine gute Situation, wenn ihr sagt. Also aktuell habe ich das Gefühl, du musst als Midlaner immer deiner Botlane helfen. Das ist so die Meta. So habe ich. Empfinde ich das. Das heißt, der Midlaner, der mehr seine Botlane hilft, gewinnt das Game. Weil die andere Botlane dann intet. So ungefähr. Ganz grob. Ah, schade. Den hätte ich. Ja, weiß ich nicht. Ich finde auch übrigens, dass dieser Skin Pay to Win ist. Der ist einfach wirklich broken. Der ist wirklich, wirklich broken. Weil das Q. Also, wenn ihr Aurelion spielen wollt, der Skin sieht nicht nur ultra geil aus, der ist wirklich Pay to Win. Das Q sieht man so schlecht. Also das siehst du erst dann, wenn es in dein Gesicht einknallt. Also 100%, da bin ich mir absolut safe. Das ist deutlich schlechter zu sehen. Also natürlich, wenn es lange vor dir herfliegt, schon. Aber wenn du es kurz vorher castest, so, du bist hier so ein bisschen am Battlen und dann kommt das Q, dann ist schon RIP eigentlich. Oh shit, was ist denn hier los? Sag mal. Ja. Okay, das ist ein bisschen doof, aber es geht eigentlich echt klar, würde ich sagen. Wenn ihr das macht, dann flasht genau, wenn der Stern da reinkommt. Ah, es hat nicht gereicht, schade. Aber als Tipp. Oh! Das ist auch was übrigens super geiles. Also nochmal. Die Sterne rotieren immer. Wenn ihr mit den Sternen jemanden töten wollt, dann flash genau, wenn der Stern da ist, wo der Gegner. Ne? Ich sehe so viele Aurelions. Das sind alles so Tipps, die ich euch jetzt mitgeben möchte. Ich spiele kein Insane Aurelion, das möchte ich jetzt sagen. Aber ich habe Wissen über Aurelion. Ne? Das heißt, so das eine oder andere. Ne? Wenn der Gegner hier ist, dann flasht jetzt. Ne? So. Ihr könnt auch mit den Sternen immer euch so bewegen, dass sie schneller Schaden machen. Die rotieren immer gleich schnell, aber ihr könnt euch so bewegen, dass der Stern immer. Das kann ich euch gleich mal vielleicht zeigen. Jetzt kaufen wir uns erstmal das, damit wir ein bisschen mehr Damage haben. Ansonsten, wenn ihr irgendwo schnell hin wollt oder escapen wollt,
könnt ihr die Q benutzen. Ihr kriegt 10% Movement Speed dazu. Seht ihr? Ist gut. Na? Das heißt, manchmal sieht man vielleicht so einen Aurelion, der einfach seine Q random irgendwo benutzt. Ist nicht sinnlos. Das hat einen Zweck. Das ist gut. Und weiterer Punkt. Ja, das habt ihr gerade gesehen. Wenn ihr wisst, ihr werdet gleich gestunt. Vom Braum, von was auch immer. Ihr könnt eure Q casten und sie fliegt weiter. Sie wird dann wahrscheinlich abgebrochen, aber das ist genau das gleiche, was gerade bei Lee passiert ist. Das ist beautiful, ist das. Da, aber gut, wir gucken mal, was wir machen können, ja? Wie so ein kleiner Mini-Guide jetzt quasi hier, so ein Tipps-Guide, ne? Es gibt ja Leute, Arena ist halt so ein Champion, mit dem musst du dich so ein bisschen beschäftigen. Sonst klappt das einfach nicht. Das ist ja, Alter, der... Sag mal, verpissen hier der Mann da mit seinem Monkey D. Flippy da. 040, Lee Sin, Leute! Ich sag das nicht aus Spaß, Lee Sin ist einfach RIP. 1-10 steht schon. Ich glaube, das wird keine lange Runde werden. Unlucky. Dabei habe ich gar nicht mal viel gemacht bisher. Botlane, ja, Toplane, eigentlich alles so. Fighten wir nochmal ein bisschen mit der Frau hier, würde ich sagen. Oh, es trifft sogar. Oh mein Gott, aber wieder der scheiß Tower hier. Muss natürlich aufpassen. Ich bin schon weich, ne? Ich bin weicher Drache. Ein weicher Drache. Ja, naja, aber ist egal, du kannst 300 mal Base gehen. Ihr seht auch hier schon diese Mastery. Ich habe diese Pot-Mastery mit, die meinen Pot um 20% verlängert. Und der hat einfach schon 256 Sekunden überpottet. Oder ja, mehr zugepottet, ne? Das ist halt absolut broken. Ihr könnt natürlich auch aus der Base direkt auf die Botlane fliegen, das geht auch. Aber ich benutze eh eigentlich nie, um in die Lane zu fliegen. So, ganz, ganz selten. Ganz, 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 ganz selten. So. Also hier zum Beispiel, ihr könnt, wenn ihr euch zurückbewegt, so, dann könnt ihr machen, dass die Sterne langsamer Schaden machen, falls ihr zum Beispiel noch warten müsst. Naja, das ist echt schwer zu beschreiben, aber hier, wenn ich so mache, dann machen die schneller Schaden. Und wenn ich so mache, seht ihr, dann dauert es einfach Jahre, dann kann ich das so ein bisschen hinauszögern. Na, das ist so, dann kann man das so ein bisschen steuern. Je nachdem, wie man Bock hat. Wir können mal gucken, und das Party über Lee Sin wird eh enden. Oder? Ja, ich bin aber unterwegs. Da kommt noch ein Teleport. Leute, ich komme. Und wie gesagt, lad das Q nicht 3 Jahre vorher auf. Macht das nicht. Macht das nicht. Castet das kurz vor Ende. So. Genau so. Ne, das macht den gleichen Damage und das ist viel, viel besser zu treffen. Wenn ihr das schon am Anfang castet, das ist einfach komplett Riff. Das ist meiner. Zack. Sehr gut. Na, ich brauche noch ein paar Kills und CS. Bei CS auch ganz wichtig, sagen dann Leute, wieso habe ich kein Netz bekommen? S bekommt ihr dann, wenn ihr der Zeit entsprechend viele CS zum Beispiel habt. Na, wenn ihr... Boah, was ist denn hier los? Jetzt können wir sie exhausten, dadurch ist sie super einfach. Ihr seht, ich drehe mich auch die ganze Zeit so ein bisschen mit. Fuck, Alter. Na gut. Also, wenn ihr in 20 Minuten 200 CS habt, ist das gut. Wenn ihr in 40 Minuten 20 CS habt, ist das horrible. Dann ist es pretty much horrible. Coffee Break, Kimmel. Alles klar, so. Es sieht zwar immer so lustig aus, wenn du so ein riesiges Q hast, und das kann man im Late Game wirklich benutzen. Ne? Wenn die Leute hier am Fighten sind an eurem Turm, dann kannst du hier aus der Base mit Homeguards vielleicht mit so einer geilen Q da ankommen. Aber wenn es halt auch Damage dazu gewinnen würde, wäre es wahrscheinlich broken. Aber dann könnte man es machen. Ansonsten ist es halt wirklich useless, ne? Ohne Witz, der Skin sieht so geil aus. Und ich meine, er speit Feuer, er brennt. Der ist unglaublich gut. So, jetzt würde ich... Also jetzt einfach mal, was ich machen würde, wären folgende Items. Also damals habe ich sehr, sehr gerne Ludens gebaut, wegen dem Movement Speed und weil es geil war. Ich würde jetzt diese Maske bauen, damit ich die 10% Damage bekomme. Dann würde ich Rylas bauen, dann würde ich die Maske upgraden. So ungefähr, aber wie gesagt, ich habe echt gar keine Ahnung von Aurelion Build aktuell. Ich denke, Rod of Ages ist immer gut, das kannst du bringen. Ihr könnt auch so machen. Okay, also, okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber zum... Manchmal geht das so, dass ihr ein bisschen auf den Gegner zufliegen könnt. Na, das geht ab und zu. Ist Lee Sin schon wieder, der hat jetzt den Dragon gemacht. Hier zum Beispiel, zack, so, mit eingesammelt. Verpisst euch. Okay, das ist jetzt RIP, jetzt werde ich sterben. Obwohl, ich habe Flash. Geht weg, lasst mich in Frieden. Paprika, Paprika, ja, das macht den Tobi froh. Ja, okay, Jax ist hier. Dann gehen wir mal wieder mit hinterher, würde ich sagen. Face Rush wurde ja jetzt auch gebufft, ne? Ist ja definitiv nicht verkehrt für Aurelion Sill. Aurelion. Autsch. Um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen. Wenn ich Vladimir spiele und meine Lane 3-0 gewinne,
bringt mir teilweise, ich meine, deswegen spielt man ihn mittlerweile auch auf Predator. Das ist ja ein Indiz dafür, dass man Botlane roamen muss. Vladimir wird mit Predator gespielt. Ja, GG. Aber... Willst du mich eigentlich rollen oder so? Wahrscheinlich ist Braum noch hier, ist das Problem. Oh Mann, wirklich jetzt? 1 HP? Oder 1%? Ich hab's nicht gesehen, wie viel HP, aber RIP, unlucky. Ja, auf jeden Fall, Vladimir wird mit Predator gespielt, damit du viel Impact auf die Botlane bringen kannst aus der Mitte, damit du immer roamen kannst. Und wenn ich nämlich Vladimir spiele, ich mache meinen Gegner 3-0, Botlane intet so hart rein, zack, verloren. Spiele ich Talon, gewinne ich die Games, weil ich permanent unten bin. Und die also ich spiele halt super gerne Vladimir, aber es ist halt traurig, weil ich die Games immer verliere. Irgendwie, oder viele halt. Viele, wo ich fett bin, sagen wir es so. Das ist etwas schade, sagen wir mal. Wir haben 3-0, 233. Die CS sind okay. 3-0-2 ist nicht ganz so krass. Aber ich glaube, viele Aurelions, die haben Impact. Also die haben Assists und Kills, ne? KA kann man sagen. Kills, Assist. Aber ich glaube, viele Aurelions sterben auch. Das heißt, wenn wir bei 0 Toten bleiben, ist es nicht ganz verkehrt. Es ist halt nur schade, dass wir die Ori nicht tot kriegen. Die überlebt immer so ganz knapp. Keine AP hier am Start. Wer hat denn hier die Kill? Oh, was ist denn hier los schon wieder? Was ist denn hier? Oh, schade, das wäre cool, dann hätte ich den von hier treffen können. Oh, ich habe ihn ja getroffen. Hm. Nice, grande. Ezreal ist da, aber ach, das sind alles, wo ihr Aurelion auf jeden Fall nicht gegen spielen wollt, sind Champions Assassin und Champions, die nah euch in den Rand springen. Na, das heißt, alles wie... Kindred habe ich einmal die Erfahrung gemacht, das war wirklich eine Nahtoderfahrung, das war das komplett Schlimmste. Du machst die Sterne raus, sie springt in den Ring rein. Du machst die Sterne wieder rein, sie springt wieder, sie springt permanent durch die Gegend und du kannst permanent keinen Schaden mit den Ringen machen, das ist RIP. Ich meine, sie hat ja 2 Sekunden Cooldown auf der Q, wenn sie es ordentlich macht. Wir gehen mal in Botlane Roam. Wir sind ja schnell, wir brauchen Farm, Farm. Farm ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um eine S zu kriegen. Viel Farm und wenig Tote, diese zwei Indizien. Kills und so sind cool, aber... Viel Farm und wenig Tode. Ich glaube, das Allereinfachste, wo ich mein S bekommen habe, war mit Vladimir. Ich stand irgendwie... Ah, den würde ich fighten, aber da sind 3 Leute. Ich stand irgendwie, keine Ahnung, 9, 7, 16 und habe ein S bekommen mit Vladimir. Scheinbar... Ich meine, bei Vladimir möchte man das nicht denken, aber ich glaube, bei Vladimir, die Leute sterben immer alle irgendwie. Ja, eigentlich ist es ja ein Champion, mit dem du schwer... Ich würde den so gerne fighten, aber genau das nämlich. Vladimir sind einfach alles Inter. Ich meine, ich habe auch echt immer viele Tode mit Vladimir, muss man sagen. Gibt es noch irgendwas Wissenswertes, was ich euch zu Aurelion mitgeben kann? Erstmal kaufen wir uns ein bisschen AP, damit die Gegner besser sterben. Es wäre mal übel lustig, so ein Full AP Aurelion zu spielen. Ja, also klar, man baut ihn immer auf AP, aber das sind ja alles so Items, die haben nicht so ultra viel AP. Ich meine, so richtig Rabadons und keine Ahnung, dann hier Spellbinder, so also richtig auf 800 AP Aurelion. Nicht so hier 222. Und wenn ihr mit Exos spielt, das ist wirklich ein Pro-Tipp. Das ist nicht meine, das ist wie ich ihn spiele, sondern wenn ihr ihn extrem aggressiv spielt, dann könnt ihr die Gegner ganz oft mit Level 2 killen. Wenn ihr es wirklich gut spielt. Wenn ihr das nicht könnt, also wirklich nie könnt, dann müsst ihr auch noch besser werden eventuell. Also ich habe da ein paar Pros wirklich zugeschaut. Das ist jetzt nicht, was ich mir ausgedacht habe, sondern... Die traden mit dem Gegner, die denken so halt, sie könnten traden. Zack, wirst weg, aus, du kommst nicht mehr vor Aurelion weg. Du flash weg, Aurelion flash hinterher mit den Sternen. RIP. RIP. Einfach RIP. Außerdem kann sich dadurch Aurelion besser verteidigen. Ah, ja. Sehr gut. Können wir hier noch ein bisschen was nehmen? Irgendwie. Ich meine, also das finde ich jetzt halt krass, ne? Solche Champions... Ich meine, das ist halt was ganz anderes irgendwie so zu den normalen Champions, so Aurelion. Das ist die meisten Champions, du gehst in die Mitte, machst halt dein Ding, baust dein Loons, baust dies, baust das. Aurelion, das ist einfach was ganz anderes irgendwie. Ne? Ein ganz anderes Thema. Hä, kam der Komet nicht von da unten? What the fuck? Oder hat mich da noch wer anderes getroffen? Frage ist, was wir jetzt machen. Ich muss irgendwas machen. CS sind immer noch okay. Aber... Oh, da ist ein Freekill. Go, 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 go. Let's do this. Let's do... Na gut. Wir haben hier ein ziemlich schlechtes Positioning. Vielleicht kann ich hier Damage machen, Leute. Ja, nicht so ganz, aber ich stehe hier gerade echt scheiße, Mann, muss ich sagen. Oh, komm schon.
Wir gehen mal hier rüber, damit ich ein bisschen geileres Positioning habe. Na, jetzt können wir die Q benutzen. Zum einen trifft es vielleicht, zum anderen haben wir aber auch Movement Speed bekommen, ne? Das war absolut okay. Ja, Shun Dragon kommt gleich. 1-7, was soll ich da sagen, Leute? Was soll ich da sagen? Ganz ehrlich, wer bei einem Lee Sin im Team nicht dodge, der ist selber Schutz. Okay, jetzt. Ich muss einige von euch jetzt Schutz nehmen. Ja, nicht, dass ich meinen Hate hier komplett rausfahren lasse. Es gibt Lee Sins, die sind Götter. Wobei, ich glaube, nachdem das Sidestone-Item jetzt entfernt wurde, haben selbst die es unglaublich hart. Aber, und der Cooldown auf den Items erhöht wurde ebenfalls. Aber es gibt Lee Sins, die sind wirklich Götter. Aber die Chance, dass ihr diesen Lee Sin-Gott im Team habt, die ist so gering, vor allem wenn ihr in Silber seid, ist sie fast 0%. Also wirklich. Ich meine, guckt ihn euch an. Na, Bro, also ich habe echt kein Mana so. Also, ich kann mit meinen Sternen ein bisschen, aber das ist auch echt grenzwertig, sag ich mal. Ja, also ja, ja, okay, ja, ja. Hm. Leute, ich brauche Mana, ganz ehrlich. Ah, die Backport Alliance, guck mal, er speit Feuer, ist ein Drache. Ey! Stopp! Ja, jetzt. Boah, ich bin ein Drache. Das ist einfach geil. Das ist einfach, oh scheiße, ich glaube, wir hätten schon. 507 könnte reichen, 180 CS, 21 Minuten, das ist absolut in Ordnung. Das war eigentlich sogar ein ganz okayer Farm. War jetzt nicht die krasseste Runde, gebe ich zu. Ich kann es mir halt nicht immer aussuchen. Scheiße, ich glaube, mir fällt gerade ein. Ich habe Aurelion auf Stufe 6 und habe noch... Oder ich könnte ihn auf Stufe 6 machen und habe noch die Marken im Inventar. Oder irgendwie sowas. Das könnte echt sein. Kacke. Na gut, werden wir gleich herausfinden. Alter. Bro, was macht der denn? Ich meine... Alter, jetzt stopp! Ich will Mana! I have no Mana. Okay, es ist sauber. Ja, wir können ja mal schauen. Ich glaube, also im schlimmsten Fall, Leute, kriegen wir jetzt ein S, aber keinen Mark, weil ich es noch nicht geupgradet habe. Schauen wir mal. Wir werden zusammen. Ich wechsle mal die Szene. Okay, ach scheiße, ich habe noch diese RIP-Szene hier. Ich kann mal den Klienten. Ach fuck, Alter, jetzt. No. 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 Vielleicht kann ich den Klienten hier irgendwie reinmachen. Das wär tatsächlich deutlich einfacher. Sehr gut. So. Jetzt honoren wir, keine Ahnung, Jax war krass oder so, und wir kriegen ein S, aber kein Mark. Fucking Bullshit, aber okay. Shit. Tolle S plus Jagd, Leute, aber ja, wir können jetzt trotzdem Aurelion upgraden. Kacke. Na gut, damit, meine Freunde, haben wir die Jagd ja irgendwie doch erfolgreich abgeschlossen. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen, haut rein. Und Tschüssikowski, bis dann. Und vergesst nicht zu voten. Bis dann.